So. Damit wir da so eine Grundausrüstung haben, wenn wir das nächste Mal hier bombardiert werden oder irgendwas passiert. Scheinbar läuft ganz gut die Einstellung. Bis jetzt hatten wir noch keinen Meteoriteneinschlag und auch keine Feinde bis jetzt. Wir haben auch noch gar keine Security-Offiziere. Also wenn wir Pech haben. Wir hier irgendwie angegriffen werden, dann brauchen wir natürlich Security-Leute. Die müssen wir dann kurzfristig benennen. So, die bauen da in unserem Pflanzenraum weiter. Hier oben können wir schon mal sagen, dass wir hier noch mehr Materie wollen. So. Er will den hier irgendwie nicht mitnehmen. Ist ja ungünstig, wa? Weil wenn wir ja da jetzt einen neuen Raum hinbauen. Jetzt? Okay. Jetzt hat das geschnallt. Ah, unser Pflanzenraum ist fertig. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Da brauchen wir jetzt auch einen Botaniker. Oh, der hat schon vier. Den werden wir mal nicht einsetzen. So ein Botaniker. Da haben wir aber nur noch einen Techniker. Vier Miner. Vier Miner. Dann nehmen wir den zum Techniker und einen von den Minern machen wir zum Bauarbeiter. Okay. Und hier geht es jetzt botanikermäßig los? Hier im Garten, genau. Hydroponische Kulturen. Wenn wir da jetzt machen. Okay, eine hydroponische Kultur. Zwei hydroponische Kulturen. Drei hydroponische Kulturen. Mehr passen da nicht rein. Reicht ja erstmal. Na, reicht sogar noch für eine Tür, die wir jetzt hier reinknallen werden. Sehr schön. Genau. Dass wir da noch eine Verbindung haben. Und selbst in dem hydroponischen Raum hätte ich dann gerne die altbewährten Feuermelder, Alarm und so weiter. So, wie sieht es denn bei euch aus mit der Moral und so? Okay, geht noch. Die schlafen unglaublich viel hier. Deshalb geht es auch so langsam mit der Materie. Vielleicht brauchen wir noch mehr Betten. Aber unabhängig davon, wenn wir jetzt mal hier eine Bar aktivieren, eine Bar bauen. Hat er ja gesagt, wir brauchen eine Bar, genau. Für den Pub. Oh, da brauchen wir viel Zeug hier. Eine Bar kostet 250. Oi, 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 oi. Barkeeper. So, eine Bar. Wo sind die Hocker? Kann ich jetzt gar nicht sehen so richtig. Warte mal so. Achso, die sieht von beiden Seiten gleich aus. Ja, okay. Bauen wir hier die Bar einfach mal rein. Können die sich ja dann bedienen. Und sobald die Bar fertig ist, wird er mir wahrscheinlich nochmal sagen, was ich noch brauche da. Im Pub. So, ey, die schlafen und schlafen und schlafen, die Jungs. Na Leute, wie läuft's denn hier? Ein Fitnessraum brauchen sie auch noch. Kann es sein, wir haben zwei Bauarbeiter, zwei Techniker, drei Miner, ein Security, den wir gar nicht brauchen, der aber drei Punkte hat. Machen wir den mal zum Bartender. Ah, machen wir einfach mal. So, jetzt hat er gleich die Bar fertig gebaut. Sehr schön. Und jetzt brauchen wir aber noch mehr. Das wird uns jetzt nicht gesagt. Wir brauchen nämlich da für die Bar, für den Pub,
Das braucht man nicht. Das brauchen wir, den Stove. Das ist, glaube ich, ein Ofen. Das ist nur Werbung. Das brauchen wir auf jeden Fall. Den Refrigerator, sprich Kühlschrank. Da können die dann nämlich irgendwelches Zeugens reinmachen. Genau, nehmen wir. Passt der da nicht hin? So ein komisches Geräusch. Will er nicht. Ach so. So? Willst du so stehen? So? Hier hin? Ja? Hier hin? Bisschen weiter hinten in der Ecke? Geht nicht. Und hier? Was ist mit hier? Warte mal, wir werden mal kurz die Wand ausblenden, dass wir hier besser bauen können. Will er nicht? Da passt er jetzt nicht hin, weil da der Typ steht, oder was? Ja, müssen wir ihn tatsächlich hier hinbauen. Auch nicht. Hey, gibt's hier irgendeinen logischen Grund? Ach so, wahrscheinlich kostet der so viel. Ah, ich bin ein Trottel. Wir brauchen erst neue Materie. Oh, der Barkeeper nimmt die Arbeit auf. Sehr schön. Aber dann können wir doch zumindest mal noch so einen Bartisch dahin bauen. Im Pub. Hier ein Standing Table. Den machen wir mal hier hin. Und hier. Passt das? Nein. Oh nein. Nein. Im Moment geht's gar nicht, weil da noch einer rumsteht. Na, guck mal, der zieht dann gleich ein Hawaii-Hemd an. Ist sehr putzig. Sehr putzig. Okay, jetzt müsste eigentlich die Kohle sogar noch... was ist mit hier mit unserem Biologen? Haben wir einen? Ja, Botanist haben wir. Aber wahrscheinlich schläft der. Wie heißt denn der? Mal kurz überprüfen, wie der heißt. Laura Esch ist unser Botanist. Würde ich mal unterstellen, dass sie schläft. Dann können wir da direkt hinspringen, wenn wir hier raufklicken. Warte mal, Laura Esch. Ah, okay. Hier ist Laura Esch. Laura Esch, jetzt legt sie los, oder? Laura Esch? Kriegst du es? Kriegst du es gebacken, Laura? Oder frisst du immer weiter? Laura Esch hat keinen Bock zum Arbeiten, ich sag euch. Ich sag's euch. Vielleicht habe ich auch hier gar keine Pflanzen gesetzt gehabt, weil ich kein Geld hatte oder was. Wollt nochmal probieren? Nee, ist schon richtig. Ist schon richtig. Da sind schon welche. Die müssen halt nur irgendwie, oder? Ah, nee. Na, mal gucken. Vielleicht erbarmt sich ja Laura Esch nochmal ein Immigrations-Shuttle-Ship. Replikator. But it's a plus. We needed to have a deposit. Have any meds? We don't have any. Wir haben nichts. Sie wollen irgendwie Zeug. To a 6 Moon Lease. We'll pay extra. Sie zahlen, falls sie irgendwas haben dafür. Okay. Gucken, was sie uns da bezahlen. Aber in erster Linie kriegen wir wahrscheinlich einfach nur neue Leute hier an Bord, die dann wieder unsere Betten blockieren. Ah, wir können jetzt den Refrigerator bauen. Im Pub. Genau, hier soll er hin. Zack. Jawohl. Ich denke mal, den brauchen die. Und wir haben jetzt neue Bürger. Ohohoho, ich sehe schon die Materie. Die Materie wird langsam weniger. Das wird langsam weniger und sie müssen weiter weg, um die zu holen. Oh oh. Gut, dann werden wir mal auf jeden Fall die hier nehmen. Confirm. Und dann, welches hier noch nah dran? Na, von nah dran kann man ja bei der nicht sprechen. Dann nehmen wir noch dann die hier mit.
Bin ja mal gespannt, was dann passiert, wenn die Materie alle ist. So. Ach ja, wir haben ja zwei neue bekommen. Vielleicht haben wir Glück und da ist ein Botanist dabei. Oh, einer war schon eingeteilt. Haben wir zwei Botanisten? Drei Miner. Zwei Techniker, zwei Bauarbeiter, ein Barmann. Okay. Security haben wir im Moment. Ach, guck mal, wir haben hier noch was. Hier ist noch einer. Den könnten wir zum Security. Dann machen wir den zum Security und den zum Barmann. Sieht schon ein bisschen besser aus. Wenn die gleich ihre Jobs wechseln hier. Jo, der Security ist jetzt eigentlich relativ sinnlos im Moment. Aber ich meine, es kann vielleicht nicht schaden, wenn man ein Security so am Start hat. Warum jetzt hier keine Pflanzen gemacht werden? Was heißt ein Unclaim? Weiß ich nicht. Gartenzone. Warum werden da die Pflanzen nicht gegossen? Das heißt Unclaim CO2. Ah, da kann man es zumachen. Ah, okay. Claim. Garten. Ist eigentlich alles definiert. Und meiner Meinung nach habe ich auch wirklich hier die Blumen aktiviert gehabt, dass die hier gebaut werden. Ja. Naja, dann müsste ja irgendwann sich der Botaniker mal erbarmen. Jetzt haben wir sogar schon zwei Botaniker. Müsste sich ja irgendwann mal erbarmen. So, die Betten werden hier so ausgiebig benutzt. Da werden wir mal... Oh, oh, wir sollten auf jeden Fall wieder einen Sauerstoffteil bauen, sehe ich gerade. Ein Sauerstoffteil... Oxygenrecycler, so, okay. Und hier wieder die Sachen, die wir da so brauchen. Also unsere Altzones-Sachen, und zwar den Essen-Replikator, den will ich hier rein haben. Den Emergency-Alarm. Und den Fire-Alarm-Dings, Bums. Muss man mal drehen wieder. Zack, so. Dass der Raum dann auch... Es kann natürlich auch sein, dass die erst dann da reinkommen, wenn wir da den Replikator drin haben, weil die da sonst irgendwie sich irgendwie unwohl fühlen. Ich sehe auch gerade, dass hier die Dinger noch gar nicht fertig gebaut sind. Haben wir zu wenig Bauarbeiter. Oder was? Haben wir zu schlechte Bauarbeiter? Was haben wir hier noch? Der könnte auch einen Bauarbeiter machen. Hm. Gut, wir haben einen einzigen Bauarbeiter. Das ist natürlich nicht so gut. Vielleicht machen wir... Hm, der Security lohnt sich auch nicht als Bauarbeiter. Hm. Ne, wir haben zwei Bauarbeiter, aber der hier, der ist gar nicht geeignet, sagt er als Bauarbeiter. Gut, dann nehmen wir dich als Bauarbeiter und dich als... Wie viele Techniker haben wir jetzt? Drei Miner, ein Techniker, zwei Bilder, ein Security, ein Bartender. Dann lass uns doch einfach mal noch einen Miner einstellen. Vielleicht haben wir Glück und es geht jetzt hier mit der Bauerei noch ein bisschen zügiger voran. Ja. Oh, der Botaniker fängt an zu arbeiten. Sehr schön. Das hat ja auch seine Zeit gebaut. Oder sind das die Bauarbeiter? Ach, die Bauarbeiter, die waren zu doof, die wir vorher hatten. Die waren zu doof. Aber die beiden, die kriegen das jetzt auf die Reihe. Das könnte natürlich auch sein, dann, dass der, ne, der Botaniker, warte mal, ach so, okay. Botaniker haben wir gute, sehr gute Botaniker.